In letzter Zeit wurde ich häufig in den Kommentaren gefragt, was man eigentlich jetzt genau an Unterhaltskosten für einen Camaro rechnen muss, wie ich ihn zum Beispiel habe. Da sowohl der Mustang als auch der Camaro als EU-Modelle hier sehr ähnlich ausfallen, wie man das berechnen kann, möchte ich einfach die Chance nutzen und in diesem Video mal die Kosten beider Autos durchgehen im Detail. Als Beispiel rechnen wir dabei nicht nur einen 8-Zylinder-Motor hier einmal durch, sondern wir nehmen uns auch einfach mal eine 4-Zylinder-Variante wie den Mustang EcoBoost und schauen einfach mal, ist so ein 4-Zylinder auf Dauer wirklich so viel günstiger, falls sich zum Beispiel jemand die Frage stellt, ob er sich den kleinen Motor kaufen soll oder sich vielleicht sogar den großen Motor leisten kann. Für die Berechnung der monatlichen Kosten, die man mit so einem Wagen hat, müssen wir 5 große Punkte durchrechnen. Finanzierung und Wertverlust, Versicherung, Steuern, Inspektions- und Benzinkosten. Wenn der Wagen natürlich irgendwann aus der Garantie läuft, ist es auch notwendig, noch eine Rücklage für Reparaturen einzurechnen. Also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr zum Beispiel einen gebrauchten Wagen sucht. Ganz wichtig auch, bevor wir gleich ins Detail gehen, wenn ihr so eine Rechnung selber durchführt, rechnet für eure Brieftasche am besten immer ein bisschen pessimistischer. Also rechnet lieber, dass der Wagen hier und da ein bisschen teurer ist, als er vielleicht am Ende wird. Nicht, dass einem am Ende der Wagen noch das finanzielle Genick bricht, da man die Kosten halt über zig Jahre tragen muss. Fangen wir an mit der Finanzierung und dem Restwert. Schließt man eine Finanzierung ab, zahlt man ja den Zinssatz an die Bank, die damit ihr Geld verdient. Jedoch sollten wir diesen Posten auch beachten, wenn wir keine Finanzierung abgeschlossen haben, weil wir dann ja ohne Zinsen trotzdem einen Wertverlust des Fahrzeugs berechnen müssen. Wenn ihr euch eine Finanzierung außerhalb von so einem Konfigurator eines Herstellers mal durchrechnen wollt mit eigenen Werten, ich habe euch eine kleine Webseite mal verlinkt in der Beschreibung. Schaut euch die einfach mal an, da finde ich, kann man mal sehr gut nachrechnen, was so an Finanzierung möglich ist. Die genauen Konditionen zum Fahrzeug sind natürlich individuell mit eurem Händler und auch der Bank zu verhandeln, also da kann man jetzt keine genauen Aussagen treffen. Gerade wenn wir so Posten rechnen wie viel Rabatte ich auf den Neuwagen bekommen habe, auch die Laufzeit spielt ja eine große Rolle und welchen Zinssatz mir die Bank am Ende für den Wagen bieten kann, da hat man ja als Kunde nicht so viel Einfluss drauf. Worauf ich aber Einfluss habe, das ist die Anzahlung, die kann ich ja variabel setzen, eine gewisse wollen die Händler ja meistens sehen, wenn ich eine Finanzierung abschließe, aber das ist der Posten, der viel ausmachen kann. Hier als Beispiel nehmen wir mal einen Mustang GT. Wir rechnen jetzt einfach mal, der kostet 50.000 Euro grob. Der Händler hat uns 7% Rabatt darauf gegeben und wir schließen das über 48 Monate zu einem Zinssatz von 2,99% ab. Die Schlussrate ist jetzt einfach mal geschätzt auf 27.000 Euro nach dieser Laufzeit und man könnte jetzt 5.000 Euro vielleicht anzahlen. Dann würden wir am Ende eine Monatsrate von ca. 387 Euro haben. Ganz anders sieht jetzt die Rate aus, wenn wir eben mehr anzahlen. Wenn man jetzt in der Lage ist, zum Beispiel 10.000 Euro statt 5.000 Euro anzuzahlen, würde die Rate gleich auf 276 Euro ungefähr runtergehen. Schauen wir auch mal auf den EcoBoost. Hier habe ich jetzt einfach mal gerechnet, der Kaufpreis sinkt jetzt auf 43.000 Euro statt 50.000 Euro, weil man jetzt irgendwie ein günstiges Modell sich ausgesucht hat. Dadurch sinkt aber auch die Schlussrate, weil ja der Wagen durch den niedrigen Kaufpreis auch einen niedrigen Restwert am Ende haben muss. Den habe ich jetzt einfach mal auf 23.000 Euro ungefähr gesetzt und dann haben wir eben so eine Monatsrate von 321 Euro. Die Restwerte der Fahrzeuge sind natürlich schwer einzuschätzen. Wie gehabt, sollte man bei sowas immer sehr pessimistisch schätzen, dass man hier den Wagenwert jetzt niedriger angibt, als er dann am Ende vielleicht sogar ist. Man kann jedoch mit den Restwerten bei diesen Fahrzeugen auch ein bisschen Glück haben. Den Mustang, den ich zum Beispiel 2015 gekauft habe, der hat 42.000 Euro gekostet, aber mit ein paar Modifikationen habe ich am Ende noch 40.000 Euro im Jahr 2017 für den Wagen bekommen. Das lag einfach daran, dass mit den kommenden Modelljahren der Wagen halt immer teurer wurde und entsprechend die Neuwagenpreise gestiegen sind, aber die Restwerte dadurch ziemlich stabil blieben. Dasselbe Phänomen können wir nämlich auch beim Camaro der 5. Generation beobachten. Der hat damals neu in Deutschland ungefähr 39.000 Euro gekostet, aber wenn man jetzt einen Gebrauchten sucht, liegen die trotzdem meist noch über 30.000 Euro. Auch hier ist nämlich der Neuwagenpreis mit der 6. Generation des Camaros stark gestiegen, eben auf fast 50.000 Euro und entsprechend sind dann die alten Wagen recht stabil geblieben. Man sieht also, dass die Restwerte für diese Fahrzeuge sehr stabil sein können, gerade auch im Vergleich zu manchen Premium-Marken. Aber man sollte trotzdem immer sehr vorsichtig mit einer Schätzung sein, da man nie weiß, wie sich der Markt in den nächsten Jahren entwickelt.
Gerade wenn Themen wie Fahrverbote und CO2-Ausstoß und sowas eine Rolle spielen, da kann es schnell sein, dass durch gewisse Regelungen plötzlich die Marktpreise ziemlich fallen, weil da nur noch wenige Leute so einen Wagen haben wollen. Kommen wir zur Versicherung. Hier sind die Kosten wirklich schwer einzuschätzen, weil die Versicherung ist für jeden nur sehr individuell berechenbar. Dazu zählen ja Sachen wie, welche Schadensfreiheitsklasse habe ich, wie viele Kilometer fahre ich im Jahr, die regionale Einstufung meines Wohngebietes, stelle ich den Wagen in eine Garage, wer fährt alles mit dem Auto, sind das mehrere Personen, gerade auch unter 25 oder nur ich mit über 25 Jahren. Das muss man alles einfach für sich durchrechnen, geht da in die Konfiguratoren und Vergleichsportale und spielt einfach so ein Auto durch, was euer realer Preis für die Versicherung ist. Als Beispiel habe ich mal gesagt, hier Schadensfreiheitsklasse 8 nehmen wir, Mustang GT mit 10.000 Kilometer im Jahr wollen wir fahren und dann landen wir so bei 1.200 Euro für 500 Euro Selbstbeteiligung in der Vollkasko und 150 Euro Selbstbeteiligung in der Teilkasko. Der Camaro ist sogar ein bisschen günstiger eingestuft, da wären wir jetzt so bei 1.100 Euro in dem Beispiel. Wo man natürlich richtig sparen kann, ist, wenn man ein Saisonkennzeichen hat. Man fährt ja dann nicht nur weniger Kilometer, sondern die Versicherung rechnet einem das auch natürlich gut, dass man nicht alle Monate im Jahr fährt. Hier wären wir dann so bei 700 Euro für den Mustang und 600 Euro für den Camaro, wenn man dann eben nur 7000 Kilometer zwischen März und Oktober fährt. Wichtig ist hier, dass eigentlich die 4- und 8-Zylinder-Modelle der Hersteller sich kaum was nehmen. Also man kriegt ja in der Versicherung jetzt nicht wirklich bessere Preise, nur wenn man den 4-Zylinder-Wagen fährt. Der nächste Kostenpunkt, über den wir sprechen, sind die Steuern. Für Steuern sind zwei Faktoren ausschlaggebend. Das sind der Hubraum und der CO2-Ausstoß des Fahrzeugs. Der Camaro V8 als Coupé kommt mit 6,2 Litern und 292 Gramm CO2-Ausstoß auf 518 Euro Steuern. Der Mustang GT als Fastback kommt entsprechend mit seinem 5-Liter-Motor und 277 Gramm CO2-Ausstoß auf 464 Euro. Hier ist jetzt ein Posten, wo man wirklich auch mit dem 4-Zylinder-Modell sparen kann, nämlich der EcoBoost vom Mustang mit dem 2,3 Liter Motor, der hat entsprechend nur 199 Gramm Ausstoß und entsprechend haben wir auch nur 254 Gramm Steuern zu zahlen. Das ist natürlich jetzt nur gerechnet aufs ganze Jahr. Hier kann man auch wieder ein bisschen was sparen, wenn man jetzt ein Saisonkennzeichen fährt, weil man ja einen gewissen Zeitraum gar nicht auf den Straßen unterwegs ist. Für die genauen Angaben schaut am besten in die Prospekte der Hersteller, nämlich jedes Modell, also egal ob GT, EcoBoost oder beim Camaro V8 und Vierzylinder, da unterscheidet sich das auch immer noch mal ein bisschen, ob ich den Handschalter oder die Automatik nehme und ob ich das Coupé oder das Convertible eben nehme. Inspektion ist der nächste Punkt, über den wir sprechen müssen. Hier haben wir eine Abhängigkeit natürlich zu den Händlern, was die Werkstatt jetzt wirklich an den Kosten nimmt bei der Inspektion. Aber generell in den ersten Jahren wird außer Ölwechsel und so kleine Kontrollen nicht wirklich viel gemacht. Für mein Beispiel habe ich jetzt einfach hier 300 bis 400 Euro genommen als Richtwert, was so die Inspektion in den ersten Jahren kosten sollte. Zu der Inspektion können auch noch zusätzliche Kosten anfallen. Ist zum Beispiel mein Camaro-Händler 200 Kilometer von mir entfernt, muss ich rechnen, dass ich gewisse Benzinkosten tragen muss, um eben den Wagen zur Inspektion zu fahren. Und auch wenn ich einen Mietwagen dann entsprechend brauche, wenn ich den Wagen da über Nacht lassen möchte. Kommen wir zu den Benzinkosten. Die Formel zum Berechnen der Benzinkosten ist ganz einfach, das kann auch jeder in Excel ganz kurz nachklickern oder sogar auf dem Handyrechner, das ist nicht schwer. Wir rechnen einfach die Kilometer, die ich im Jahr fahre, geteilt durch 100 mal dem Verbrauch und mal des Literpreises, den ich zahlen muss für das Benzin. Nehmen wir an, dass mein 8-Zylinder 13 Liter Benzin frisst. Wir fahren weiterhin unsere 10.000 Kilometer aus dem Beispiel und unser Benzin kostet jetzt gerade 1,50 ungefähr. Da muss ich 1.950 Euro an Benzinkosten rechnen. Ein 4-Zylinder-Modell, was dann zum Beispiel nur 10 Liter verbraucht, nimmt statt eben 13 Liter, aber sonst den gleichen Literpreis und den gleichen Kilometer, den ich fahre, der würde dann auf 1.500 Euro im Jahr an Kosten runtergehen. Rechnen wir also alles mal zusammen. Ich habe hier mal eine Tabelle erstellt, wo man das mal gegenübergestellt sieht. Einmal als Kosten im Jahr und einmal als Kosten im Monat. Wie gehabt kann ich jedem nur raten, das für sich mal im Detail durchzurechnen, was seine individuellen Faktoren sind. Sucht selber nach Händlern, die vielleicht bessere Rabatte bieten, bessere Finanzierungskonditionen, wie viel Anzahlung könnt ihr machen, aber auch wie viel Kilometer fahre ich mit dem Wagen im Jahr.
Ganz besonders die Kilometer, die man eben fährt, schlagen halt in der Versicherungseinstufung und auch in den Benzinkosten sich halt schnell nieder. In dem Beispiel können wir jetzt auch mal die genauen Kosten zwischen dem 4- und den 8-Zylinder-Wagen gegenüber sehen. Hier sind das jetzt ungefähr 1500 Euro im Jahr an Mehrkosten, die der V8 verursacht. Das entspricht in dem Beispiel jetzt so 125 Euro an monatlichen Kosten, die ich durch den V8 mehr tragen muss. Wie gehabt, sollte beides auch ungefähr für den Camaro und den Mustang hinhauen an Werten. In diesem Beispiel müssen wir natürlich auch sagen, dass die Kosten für den V8 immer teurer werden, je mehr Kilometer ich im Jahr fahre. Wenn wir eben die Benzinkosten anschauen, wo wir jetzt in dem Beispiel 450 Euro im Jahr Unterschied haben, wenn ich jetzt 20.000 Kilometer fahre, sind das natürlich schon 900 Euro Unterschied im Jahr. Solltet ihr also gerade noch vor der Überlegung stehen, ob ihr euch so einen Wagen leisten könnt, ob ihr vielleicht zum Vierzylinder greifen wollt oder zum V8, dann hoffe ich einfach mal, dass dieses Video euch weitergeholfen hat. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen zu dem Thema haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr schon so einen Wagen habt, schreibt auch gerne mal dazu, was ihr so an laufenden Kosten dafür zahlt, dass andere sich daran vielleicht ein Beispiel nehmen können. An dieser Stelle bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.